Ja, Leute und Damen und Herren, willkommen zum heutigen Rush-Stream. Sie sind mit Akaya, ja! Ja. Nach langer Zeit sind wir wieder auf dem Meer verschollen. Wir spielen sogar von Anfang an. Verschollen auf dem Meer zusammen mit Gustav, der im Wasser ist. War es nicht Harald? Für mich ist es Gustav. So, ich bin auf dem offenen Meer, ich bin gestrandet. Ich muss meine Maussensibilität gleich höher schalten. Das mach ich jetzt direkt. Und ich weiß nicht, wie ich dir beitrete. Solltest du Ah, einfach so hier. machen. So, Mausempfindlichkeit ein bisschen höher stellen. Ah, schon viel besser. Dann mal auf ins kühle Nass. Also ich habe schon gesehen, dass es sehr, sehr viel neu geben soll. Wo ist mein Floß? Mein Floß haut ab! Wer das Fluss abhaut, du kriegst es wirklich nie wieder. Ich werde gegessen. Ein Traum Aber wird wahr. wir können ja zwei Flosse so weit auseinanderbauen, dass wir damit einfach an jede Insel andocken können, ohne dass wir einen Anker brauchen. Könntest du mal langsam auftauchen? Ich bin schon fast tot. Das ist einfach schon fast tot, ohne dass ich da Ich, bin. ja, ich wurde dreimal gebissen. Ich bin doch schon am Join. Ich bin gerade am Angeln. Nee, du bist gerade am Verrecken. Bei mir steht, du bist beigetreten, aber ich habe keinen blassen Dunst, wo du bist. Ich bin auch ganz wenig im Ladescreen gewesen. Du schwebst bei mir in der Luft und tauchst gerade ab. Na, mein Guter? So, zuallererst das Wichtigste, den Bauhammer. Kiste! Meins! Nein! Ha! Los, Harald, hol ihn! Au! Hilfe! Das tut weh! Verdient! Der Schmerz! Warum spielen wir das Spiel eigentlich von Anfang an? Ganz einfach, wir kennen die meisten Chapter noch nicht. Also zumindest haben wir sie nicht selbst gespielt. Selbst Ich gespielt. kenne gar nichts. Ich habe es ja noch gar nicht so Willst du die wirklich ganzen gespielt. Fässer holen? Ich bin noch fast tot. Nein, das wollte ich nicht wegwerfen. Irgendwie will mein Haken nicht so richtig fliegen. Ich muss meinen Haken wieder neu aufsammeln, weil ich ihn aus Versehen weggeworfen habe. Mein Haken lasse ich einfach nur fallen. Warum? Du musst ihn Ich halte voll. aufladen. Ich weiß, ich halte voll gedrückt und lass ihn einfach fallen. Guck mal, er steht. Kann ja auch nicht beantworten, was falsch Ich läuft. glaube, das Fangen muss ich dir überlassen. Mein Haken will nämlich nicht. Nein, mein Fass. Au! Das ist die gerechte Strafe. Warum zur Hölle will mein Teil nicht? Weiß ich nicht. Ich warte gerade, dass ich das zweite Fass hier kriege. Oh, ich habe gerade richtig viel bekommen. Hast du ein Seil? Dann könnte ich nämlich den ersten mit dem Hammer bauen. Dir ist schon klar, du kannst Seile auch aus Palmblätter craften, oder? Ich bin faul. Ich bin doof. Lass mich. So, ich hätte direkt zwei Hammer, falls du auch einen haben willst. Wie liest du mir nochmal Pfeil mit Q? Habt ihr einen Hammer dahin Oh, gelegt? diese schöne Kiste. Mein. Nein! Beiß ihn! Nö, er hat mich nicht gebissen. So, ich mach mal unser Floß ein bisschen größer, ne? Ich glaube nicht, dass wir da anhalten können. Meins! Meinst? Immer diese Streiterei um die Fässer. Ich kann ja meinen Haken nicht auswerfen. Das ist unfair. Jetzt geht's. Ich wollte gerade Jetzt sagen, versuch's geht's. mit Hier, nee, ist klar. Rejoin. Vielleicht funktioniert's dann. Hier, jetzt geht's. Nachdem ich schon komplett verzweifelt habe, mein Holz. Meinst du, wir schaffen es da anzuhalten? Nee. Ich versuche zumindest ein paar Steine zu holen, wenn man die ja für den ersten Anker braucht. Ein bisschen kennen wir ja schon. Wir kennen das ungefähr bis zu diesem einen Insel da. Ich kenn's einfach nur bis zur ersten random Insel. Wobei man dazu sagen muss, Inseln sind nicht random in Warft. Auch wenn es einem so vorkommt.
Und einfach nur für den Spaß können wir uns auch gegenseitig verprügeln. Ja, ich habe Friendly Fire angemacht. Warte mal, ich guck grad was. Ich habe dir einen Haken durch den Kopf geworfen. Ja, drei Ich brauche Palmblätter. nur zwei Steine. Ich schwimme mal voraus. Dann kann ich den Anker machen. Okay, dann bist du mal der Scharköder. Okay, der frisst direkt einen Warf-Teil. Ja, ist gut. Dann frisst er mich nicht. Dann kann ich schnell hier Steine holen. Dann können wir hier auch halten. Ich mache mir jetzt erstmal Aua! direkt einen Speer. Wo sind die scheiß Steine da? Ich lasse das Uraft Und alleine. tot! Dich kriege ich doch nie wieder aufgehoben. Nee, vor allem nicht, weil wir kein Bett haben. Aber wenn wir Glück haben, dann bleiben wir so an der Insel haften. Und direkt gebissen. Au! Ich bin genau in ihn reingesprungen. Auch wenn die Blumen eigentlich nichts bringen. Ich guck gerade, ob wir dran herumdriften. Nee, wir scheinen festzustecken. Aber ich habe keine Axt. Oh ja, Wassermelone. Meins. Ja, ich auch nicht. Loot, loot. Nee, es hat sich gerade fortgerissen. Ich kann nicht tauchen gehen, ne? Ich verliere dann. Kann ich mir eine Axt herstellen? Ja, kann ich. Dann fäll ich noch mal ein paar Bäume. Ich versuche nochmal Steine zu holen. Ich hätte vorher mein Inventar einfach aufs Floß werfen sollen. Aber momentan haben wir ja eh eher das Problem, dass wir das Floß wahrscheinlich nicht wegbekommen. Ach, ich craft uns ein Segel, dann geht das. Schrott. Wenn du so Was viele wird jetzt? Palmblätter hast. Ich habe 17. Ich hab drei. Guck, wir haben schon 20. So, ich habe vier Planken. Autsch. Für ein bisschen Schrott und ein kleines bisschen Ton habe ich mich jetzt fressen lassen. Aber noch habe ich HP. Okay, jetzt sollte ich hochgehen. Warte, ich komme als Schild runter. Bin oben. Brauchst nicht. Ich bin ja nicht so dumm wie du und lass mich direkt wieder hinten. Ich kann dir sogar einen Schrott geben. Warte, ich lass einfach mal fallen. Ich brauche noch die drei Palmblätter, dann habe ich alles fürs Segel. Mir fehlen halt Liegt wirklich nur hier. die drei Palmblätter. Und warte, ich muss mal kurz was machen. Ja, ich muss mir eh erstmal einen neuen hier machen. Ich muss mal kurz ein bisschen Blumen ausspucken. Ich bräuchte zwei Kunststoff, falls du hast. Die habe ich gerade so. Die sind aber nicht da. So, weil ich brauche einen neuen Haken. Wow. Also ich habe hier Ton, Sand und Schrott abgebaut und du bist derjenige, der einen neuen Haken braucht? Ja, weil ich Steine abbauen ging. Oh ja, guck dir das schöne Teil an. Aua, ich kann nicht, ich werde gegessen. Guck dir dieses Wunderwerk an. Ja, lass das aber erstmal Segel sein, ne? Ich lasse das Segel nicht Segel sein. Wir gehen hier weg. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Also wir sollten schon hier zumindest so ein paar Steine mitnehmen, damit wir hier gleich ein paar Anker machen können. Wann hattest du vor, mir auch was vom Essen abzugeben? Hier kannst du das haben. Die sind ungefähr genauso. Lecker. Lecker haarig, ich weiß. Ich guck gerade. Die leere Tasse müssten wir auf jeden Fall machen und den Reiniger als nächstes. Und am besten unser Schiff auch erstmal ausbauen. Am besten sollten wir auch mal aufpassen, dass unser Schiff nicht wegtreibt, auch wenn wir ein Segel haben. Vor allem gerade, weil wir ein Segel haben. Bleib du mal drauf. Ich werf. Ich Okay. werde das mal. Ich werf Werde mein das Zeug mal. sicherheitshalber mal hier jetzt eben kurz auf das Schiff.
Und dann gehe ich nochmal ein paar Steine holen. Loot, loot. Aua. Oder Lehm. Geht auch. Ich werde mit höchster Wahrscheinlichkeit, wenn, am Hai verrecken. Und ich kann dich nicht aufheben. Ja, ich hab noch einen Witze. Boah, ich höre unser erstes Metall. So, ich kann nicht ins Wasser, ich bin fast tot. Und Harald knabbert. Und ich habe keinen Speer, aber ich habe Kupfer. So, dann lass mal aufbrechen. Ich habe zumindest Ton noch ein bisschen genommen. Da unten ist noch mal was. Ein hier, die will ich noch mitnehmen und dann komme ich hoch, die Kupfer. Und dann sagt mein Sauerstoff auch, ich soll meinen Hintern hochbewegen. Oh, hier sind Wassermelonen. Die habe ich doch erst gelootet. Und ich bin hier oben und habe sie mir auch gegönnt. Ich brauchte Wasser. Ja, das komm, lass grade, weiter. Wir das brauchen hättest jetzt... du echt gerade sehen müssen. Ich bin auf einmal hinter dir aufgetaucht, hatte Axt in der Hand. Und war bereit, sie dir über den Kopf zu ziehen. Sagen wir es mal so, solange unser... Segel intakt ist, ist alles in Ordnung. Junge, lass das! Ich bin hier gerade zugange gewesen. Ich will nur um die Insel rum manövrieren. Da unten ist er. Der Haarige. Der ganz Sandige. Oh, guck mal, da hinten ist was. Damit wir... Das ist ein Mond. Entschuldigung, ich bin doof. Hier, frisst meinen Haken. Hinter der Insel war es richtig viel Zeug, ne? Ist mir egal. Das Zeug ist auch nur da, wo unsere Dingens ist, unser Floß. Falls du es nicht wusstest. Wir müssen dem Mond entgegen. Es ist lange her, dass ich Schwaff gespielt habe. Lass mich. Ich brauche noch ein paar Minuten. Wir brauchen ganz viel Plastik, damit wir unser Raft wieder reparieren können und ausbauen können. Warte, ja, du was hast mein ganzes Zeug. Ich weiß. Ich brauche noch drei Planken für den Holzspeer. So, die Wassermelone und so weiter, das packe ich jetzt erstmal hier oben ins Inventar. Willst du, kannst du schon nasse Ziegel hermachen? Loot! Wie viel Ton hast du nochmal? Genug, glaube ich. Ja, wir sollten da auf jeden Fall schon mal ein paar nasse Ziegel vorbereiten. Brauchen nur Sand. Da ist der Loot. Einen kann ich machen. Ja, dann setz mal einen hin, dann haben wir wenigstens schon mal einen. Aber ich kann ihn sogar in die Mitte setzen, dass er nicht gefressen wird. Ich kann nicht so weit werfen. Guck mal hier, der Schöne. Komm, wir beten ihn an. Oh, der heilige Ziegel. Unser erster Ziegel. Holz! Mich interessieren ja mehr die Palmblätter und das Kunststoff. Mich interessiert das Plastik. Ich hab gegen deinen Kopf aus Versehen geworfen. Hab's. Nein! So, das brauchen wir erstmal nicht, das Segel. Wenn nur um die Inseln drum zu kommen am besten. Wir brauchen ja genau in die entgegengesetzte Richtung, Genie. Ja, dann können wir das Zeug nochmal ein bisschen besser einsammeln. Auch. Der kleine, miese, haarige Harald. Boah, hat er schon wieder ein Stück rausgebissen? Ja. Boah, ich treff nicht! Und wofür brauchst du Steine? Ich kann einen Wurfanker machen. Du brauchst 6 Steine für einen Wurfanker. Nö, 4. Entschuldigung. Ich hab 4. Ja, ich hab dir ja 4 hingeworfen. Die Steine hatte ich schon, die habe ich dir da hingeworfen, die hast du mit eingesammelt. Es soll ja auch jetzt hier so ein paar Unterwasserwesen geben, wie Wale und Fische, ne? Wir kommen echt langsam vom Fleck, ne? Weil wir hier gegen den Wind offenbar fahren. Ich sehe schon das nächste Fass.
Matrose, es brechen stürmige Zeiten an. Und der Vogel, die Vögelschwärme kommen schon, um unsere Leichen gleich auch zu fressen. Die Vögelschwärme kommen für unsere Beete. Welche Beete? Wir haben doch keine. Wir sind die Beete. Ich gucke jetzt einfach mal, in welche Richtung hier der Wind ist. Ja, wie sollen wir uns dagegen momentan wehren? Wehe, du machst das Segel kaputt. Ciao, Segel! Habe ich nicht gesagt, wehe, er macht das Segel kaputt? Ich werde gleich dem Hungertod sterben, Alter. Nicht nur du. Aber so wenig Loot habe ich noch nie gesehen. Weil du wirst den Hungertod sterben, ich esse eine Kartoffel. Wir haben echt einen schlechten Start, ne? Ich würde sagen, wir fangen gleich nochmal ganz von vorne an, so wie es aussieht. Einen Moment, bin schon dran. Weil wir haben zwar 4 Kupfer, aber was bringen uns 4 Kupfer? Ja, wenn wir sie nicht nutzen können. Ja, zum Start nix. Das war echt ein blöder Start. Wir hatten echt einen blöden Spawn. Dann machen das nächste Wichtige. Wäre da unten ist Eisen. Ja, Eisen. Meinst du nicht, wir haben gerade... Nö, wir haben kein Problem. Nee, andere Prioritäten. Nö. Komm her, Harald, ich stech dich. So, ich gehe jetzt über die Insel und versuche dann zum Raft zurückzukommen. Eventuell kriegen wir so zumindest ein paar Früchte. Du willst hier nur das Fass holen. Nein, ich will auf die Insel. Und jetzt ganz schnell da drüber. Ah, okay. Ich bin unter die Bergsteigerziegen gegangen. Ich bin ganz oben auf dem Felsen. Warum kann man die nicht wenigstens so absammeln? Ich muss unserem Luff gerade hinterher, ne? Das verschwindet gerade. Ja, ich sammle ganz schnell irgendwas praktisch. Wir sind schon hinter der Insel. Ich krieg's schon noch wieder hin, das einzuholen. Aber was ist wichtiger, Nahrung oder das Raft? Ich weiß beides. Eigentlich ist beides gleich wichtig. Eigentlich ist sogar das Raft wichtiger. Wenn du das einmal verlierst... Aber ohne Nahrung bringt uns das Raft auch nichts. Na? Ich komme mit Nahrung. Komm her, Harald. Ich mache hieraus übrigens auch ein YouTube-Projekt. Also keine Sorge, aber bei YouTube wird das sehr stark geschnitten. Weil du es nicht so wie andere YouTuber machst, dessen Namen man nicht unbedingt erwähnen muss, die täglich ein Video davon raushauen? Zum einen das und zum anderen, du musst bedenken, bei Rafter würde man so ungefähr 3 Stunden aufnehmen und hat 20 Minuten maximal Videomaterial. So als ein Beispiel. Ja, weil du meistens eh nichts machst aus Erfahren. Richtig. So, ich habe unser wichtigstes Utensil schon mal hergestellt. So. Ich hoffe, hallo, wo ist mein Becher? Mach ihn dir sofort. Ich weiß nicht, wo ich diesen Kackbecher finde. Der ist eigentlich ganz oben. Ah, da. Ganz oben habe ich immer komplett ignoriert. Ja, in der Regel brauchst du nur einmal die Tasse und dann hast du es. Also zumindest Wasser haben wir schon mal gelöst. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, besser, wir haben was, ne? Das ist meins. Ja, da komme ich mit dem Wurf auch nicht dran. Doch, wenn das neben uns ist. Ja, wenn es näher dran ist, aber jetzt gerade, meinte ich. Oh, eine Rübe, ja! Essen! Auf 3? 1, 2, 3. Ah, lecker! Oh, Junge, da ist eine richtige Luxuskiste, die hole ich mir. Was ist da eigentlich drin? Darf ich einmal haben? Ich will einfach nur wissen, was drin ist. Da ist ganz viel Müll drin. Ja, lass mich einmal zum Zeigen, bitte. Danach kannst du ruhig jede Kiste haben. Das sind die neuen Fässer in OP. Aua! Danke dafür, dass du den Hit für mich gefressen hast. Gern geschehen.
Damit hast du deinen einzigen Nutzen erreicht. So, den Grill hätte ich auch, aber damit warte ich jetzt, bis wir erstmal ein größeres Junge, Boot haben, knabbert ne? Harald einen der vier Dinger hier an und wir merken es nicht, denn ist unser Wasserfilter futsch. Ah, Kacke, ich habe versehentlich wieder Salzwasser getrunken. So, ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal hier für Platz gesorgt. Dann jetzt das Wichtigste Nummer 2. Das stelle ich mal direkt Ja, daneben, Kiste. ne? Kiste ist wichtig. Ich meinte eigentlich hier den Grill. Wir haben jetzt einen Grill und Wasserstation. Also die Grundbedürfnisse sind auf jeden Fall schon mal ge. Cheers. Hab ich nicht. Du nimmst dir mein Wasser. Ich war am Verdursten. Dann mache ich das. Hast du dir einfach meine Kartoffel gegönnt? Nö. Die ist ja noch nicht mal fertig. So, noch mehr Plastik bitte. Aus dem Weg, ich muss dahin werfen. Nein. Oh, meine Kartoffel. Ah, unsere erste geröstete Oh, Mahlzeit im bumm, Mondlicht. bumm, bumm, bumm Ah. und So viel Platz. du wirst repariert. Hallo, wie repariere ich dich? Hier. Willst du das Wasser oder soll ich es jetzt trinken? Meins. So, warte mal, ich stelle die jetzt mal ein bisschen weiter auseinander. Oh ja. Ich wollte es gerade füllen. Kannst du doch Schönen Dank, sofort. du Arsch. Ich schmeiß sogar die Planken dafür rein. Mir ging's noch nie so gut, seit wir angefangen haben. Ich hab volles Trinken. Sollten wir. Ich wäre dafür, dass wir als nächstes auf dem Bett gehen, damit wir wiederbeleben können. Warum? Die Nacht ist doch schön. Hast du Holz? Ja, ein bisschen, aber das wollte ich jetzt gerade ein bisschen anderweitig verwerten. Ich wollte es auch nicht auf die in das Teil reinhauen. Ich wollte es da, dafür nutzen. Warte, was du hast, schmeiß es rein. Ich hab nur für groß. Und dafür verschwendest du jetzt das wichtige Holz, was wir bräuchten, weil ich am Verrecken bin. Was brauchst du denn? Ins Wasser springen mit Low HP. Ich kann gerade nicht. Empfänger. Ja, wir haben Empfänger. Einmal schnell über die Insel rennen, alles mitnehmen und essen am besten. Du springst zuerst. Ich hab Low HP. Ich habe sogar eine Axt. Loot, loot. Schnell. Alles, was essbar ist, mitnehmen. Hier ist eine Ananas gewesen. Loot, loot. Hier ist doch noch eine, oder? Behalten wir unser Raft im Auge. Wo ist das nochmal? Hier. Ich Wie hab. kannst du es wagen, du Mistvieh? Nicht unsere Samen. Wieso habe ich die Samen eingesammelt? So, ich habe ein bisschen Essen mitgenommen. Wo ist unser Raft? Hängt es da vorne? Weiß ich nicht. Wo ist es? Haben wir es aus den Augen verloren? Naja, dadurch, dass noch Loot um uns herum liegt, muss Ah, es ja in da! der Nähe sein. Hallo, es ist direkt unter dir. Ich weiß. Wenn ich ein bisschen mehr HP hätte, würde ich sogar tauchen gehen nochmal. So, warte, hier, ich habe eine Manju für dich und eine Ananas. Oh ja, Ananas. Essen, ja.
Und ich habe mir sehr viel Holz gerade geholt. Und ich habe gerade versehentlich eine Planke platziert. Ich brauche Holz, dann kann ich Bett machen. Ey, ich glaube, das kann ich auch schon mittlerweile. Ich brauche nur zwei Planken, dann habe ich es schon. Ich brauche Bett 1, Bett 2. Boah, wofür habe ich jetzt meine Nägel? Fürs nächste wichtige Objekt. Wir gehen auf dem Land. Die Insel ist echt buggy. Ja, wir brauchen offenbar ein Segel. Haben wir keinen Platz für. So, da hast du deine Planke. Ach du Kacke. Ich lege mich hin. Gute Nacht. Willst du nicht schlafen gehen? Es ist doch jetzt eh schon fast wieder hell. Und unser Warf backt mal wieder schön rum. Ja, aber momentan macht es ja keine Probleme. Wenn wir Warft ist nicht verbuggt. Wir brauchen ja nur Planken eben kurz sammeln, dann habt sich das wieder. Ich habe den Bauplan für die Antenne gefunden. Autsch. Im Ernst? Das können wir doch niemals verteidigen. Im Tausch gegen eine Planke gebe ich dir ein Palmenblatt. Kann ich dir gleich geben, nachdem ich verbraten habe? Ich will erstmal das Segel machen, damit wir hier wegkommen. Ich will nämlich angeln. So, einen Schrott brauche ich noch. Wo ist unser Floß? Das Floß findet seinen eigenen Weg. Wir haben es verloren. Ich glaube, das können wir wirklich nicht mehr nutzen. Eventuell packt es sich noch durch. Und jetzt hängt es am nächsten Felsen fest. Aber es geht in die Richtung raus. Ja. Guck, Problem ist doch gelöst. So, das schmeiße ich mal weg. Warte mal, das schmeiße ich anständig weg. Also wenn sich das Problem ja gerade selber löst, ist ja nicht weiter schlimm. Hauptsache, wir kommen hier wieder weg. Hast du was zu essen? Nö. So, jetzt kann ich dir deine Planken übrigens geben. Da bitte. Jetzt gibt's Essen. Ich versuche uns einfach so ein bisschen schneller hier rauszukriegen. Also, das ist ein wunderschöner Anblick, den wir hier zutage bekommen. Wir sind frei gleich. Vor allem dieser Wellengang, der ist nicht mehr normal. Nee, ist er wirklich nicht. Ich brauche ganz schnell was zu essen. Wenn ich doch nur Fisch hätte. Ja, rette mich. Das ist meiner. Ich verteidige ihn mit meinem Leben. Kartoffel, mach schnell. Kartoffel-Senpai! Nein, Kartoffel-Senpai! Ey, kennst du den Anime mit dieser einen komischen Kartoffel, die hier sich für seine Kamera geopfert hat? Aber ich weiß nicht, wie der heißt und wo man das findet. Ich kenne auch nur den Clip, aber ich fand diese Szenerie erstens so witzig und krass zugleich. Kartoffel-Senpai! Ich Kartoffel-Senpai und danach, und deswegen solltest du Essen nicht mit Magie zum Leben erschaffen. ich brauch dieses Fass. Du knabberst hier nicht das Bett von Shining weg. Nein, ich hab das Fass nicht bekommen.
das Bett, was der Hai wegknabbert, als erstes, das ist Kannst du dahin. mich ins Bett legen, bitte? Danke. Ich sehe die Welt auf dem Kopf. Was ist los? Ich wollte dich eigentlich in den Ozean werfen. Danke für die Rettung. Jetzt habe ich wenigstens den Hungerbalken wieder ein bisschen voll. Guck mal, den kannst du gleich haben. Den kleinen. Wir sollten eventuell über einen zweiten Grill nachdenken. Shining. Oh ja. Danke. Lecker. Danke an der Stelle, dass ich gleich auch einen Fisch kriege. Ja, aber guck dir mal deinen an. Ey, es ist Essen. Ich beschwere mich nicht. Fässer! Palmblätter, die sind mir wichtiger. So, Kartoffelsenpai hat sich vermehrt. Wow, für nicht mal eine Sekunde habe ich, da wird der Fisch gebraten, ist da jetzt nochmal Holz reingeworfen. Really? Lecker Fisch. So, sobald wir hier einen soliden Kartoffelvorrat haben, haben wir erstmal Essen auf jeden Fall. Das Wir brauchen muss noch ein gesichert bisschen sein. mehr. Ja, aber so haben wir zumindest etwas. Und unser Trinkenvorrat Da kommt sollte. jemand hinter dir her. Sunny jagt dich. Ich weiß. Schwimmt mal zu dem Floß voraus. Meine HP sagen, das Floß überlebe ich aber nicht den Rückweg. Oh, ein Stein. Ich bin auf demselben Weg. Lol, der Hai hat mich wieder verfehlt. Ich Wie bin auf schlecht demselben bist du, Weg. Hi, Harald? hi Bangal. Harald ist ja mal übel schlecht. Du kannst. Oh, noch ein Stein. Zur Not, wenn du stirbst, es ist ja auf dem Weg. Ich kann dich einsammeln. Lol, er hat mich wieder verfehlt. Autsch. Komm her, ich stech dich. Ich habe ihn gestochen. Da ist jemand unter unserem Floß. Ich habe 4 Steine gesammelt. Ja. So, ich habe Wasser jetzt erstmal genügend. Wenn du willst, Und gönn dir. weißt du, was ich auch habe? Ich habe Glas. Was brauchen wir für den besseren hiervon? Glas. Ich hab Glas. How dare you? Das hat er frisch gebaut. Komm her. Erstmal hinterher. Ich warte auf die Fail-Compilation zu diesem Spiel, ne? Ich bettel mich mit Harald jetzt. Genau, hol ihn dir. Ich hole Bis so zum lange das da. Tod. Bis zum Tod, also muss ich jetzt weg. Weil ich sonst tot bin. Ich habe ihn getötet. Gönn dir. Ja, Loot. Warte mal, ich stelle das Segel auf, um dich einzuholen, eben kurz. Ah, das schaffe ich. Ich bin zwar fast tot, aber ich habe ihn getötet. In einem Mann-gegen-Mann-Kampf. So, ich hatte das nur eben kurz genutzt, damit du besser wieder drauf kommst. Ich würde sagen. Mission completed. Hai ist tot. Haben wir Warf jetzt durchgespielt? Vom Prinzip her ja. So, einmal um das Bett zu schützen. Naja, vor allem was Nahrung angeht, haben wir jetzt durchgespielt. Ich habe 4-mal Haifleisch. Und guck mal, ja. Hallo. Warte. Aua. Hast du mich gehauen? Nö. Aber, ey, wir können jetzt ohne Bedenken im Wasser schwimmen für eine Zeit lang. Weil ich den Mann-gegen-Mann-Kampf gewonnen habe. Was ist mit meinem Haken passiert? Weiß ich nicht. Weiß ich doch nicht, was du mit deinem Zeug machst. Mein Haken ist weg. Nein, mein Haken! Du hast auch einen Er liegt Stein, im ne? Wasser! Warum liegt mein Haken im Wasser? Mein armer Haken, der war noch fast heil. So, erstmal einen neuen Speer. Oh, ich habe den Forschungstisch gebaut. Den brauchen wir ja auch. Ja, aber ich wollte eigentlich erst einen Speer basteln. Ich hab. Kannst du jetzt eh nicht mehr leisten. Und damit können wir jetzt Harald nicht mehr abwehren. Wir müssen weg hier. Hast du ihn gerade in mir gebaut? Stimmt ja, die muss man nicht erforschen. Empfänger und Antenne. Die Baupläne wirfst du einfach weg. So, willst du einmal alles durchschmeißen, dann mache ich den Anker gleich weg. Nach.
Obwohl. Mist. Warte. Aua. Da war's, Honey. Das ist eine schöne Tonschale. Aua! Warum bist du denn heute so aggressiv? Oh ja, Trinkglas. Ich kann einfach keine Planke erforschen. Kannst du mal weggehen, dann kann ich auch was reinwerfen. Aber ich will lernen, ich habe noch nie gelernt. Keine Sorge. Ich will lernen! Ich lass ja was übrig. Wow, eine Sache. Ernsthaft. Stein-Senpai hast du schon erforscht. Nägel auch schon. Ja, das Wichtigste ist eigentlich damit schon erforscht. So, kannst erforschen, wenn du willst. Ich mach den Anker weg. Wenn du mal aufs Schiff willst. Ich hab noch zwei, drei Steinchen geholt. Lernen! Der Chat hat sich auch schon einen Namen für den Hai ausgesucht. Bruce. Das ist nicht Bruce. So. Aber gleich haben wir unser erstes Sammelnetz. Ich habe mein permanentes Ziel für Raft erreicht. Ich habe den Hai bekämpft. Und zwar männlich. Im 1 gegen 1. Du bist ihm hinterhergesprungen. Ich weiß. Du wolltest diesen Kampf. Wolltest du das Zeug jetzt nicht erlernen? Und er hat den Kampf verloren. So, für das nächste Zeug brauchen wir Metall auf jeden Fall, haufenweise. Ja, ich habe ja Metall, aber ich habe es nicht geschmolzen. Hast du Sand oder Ton eingesammelt? Nö, aber du wirst mich gleich wohl aufsammeln dürfen. Einmal aufsammeln. Ein Moment, ich baue das Segel. Ich habe ein Dekorationspaket irgendwo gefunden. Dir ist schon klar, je weiter du wegtreibst, desto schwerer wird es, mich wiederzubeleben. Ja, deswegen lasse ich ja das Floß in dieselbe Richtung gerade fahren. Ich schaff das aber wahrscheinlich selber nicht. Nee. Also einmal aufgeben und wiederbeleben. Kannst du mich bitte retten? Ich habe sehr viel Zeug bei mir, was ich ungern. Ist ja nicht so, als wenn ich auch sehr viel Zeug hab, aber. Ich habe nur alles Wichtige verloren. Ich habe das Haifleisch verloren. Ich habe alle Ressourcen verloren. Ich habe Metall verloren. Ich habe Steine verloren. Ich habe sogar meine Geschenkbox verloren. Hätten sie ausknobeln können, wer jetzt wen rettet. Rette mich. Das wird nix. Ich hätte eventuell mein Inventar auch aufs Floß werfen sollen. Und tot? Ich hab eh nix, also werde ich jetzt alles wegwerfen, was ich besitze. Komm mich retten! Rette die Prinzessin! Ja, jetzt habe ich eh nur noch 4 Items im Inventar. Rette die Prinzessin vor dem bösen Monster. Vor allem, du treibst immer weiter weg. Dann richte doch das Floß auf mich! Es ist auf dich gerichtet! Ey, dann... ich komm jetzt rüber. Ich habe auch mein ganzes Inventar verloren, aber besser als jetzt durchgehend hier auf dem Meer zu treiben. Ja, und meine Items fliegen gerade vom Floß. Und der Hai one-shottet mich nur noch. Dann lass das Zeug jetzt Zeug sein. Das ist aber alles, was ich noch besitze, mein einziger Becher. Er hat gewonnen, Herr Kaya. Er hat gewonnen. Er hat nicht gewonnen. Diesen Kampf kannst du nicht gewinnen.
Ich hab gar nichts mehr. Kein Haken, kein F Becher. Ich Ich bleib im kann's. Bett liegen. Hier hast du einen Haken von mir. Ich habe aber keinen Becher. Dann sammel vier Plastik. Hier liegt doch Zeug. Hier werden das Floß, weil es genau da drin steht. Da ist doch deine Tasse. Ich hab nichts zum Wehren übrigens. Da, deine Tasse. So, solange wir das Ding nicht brauchen, stelle ich es mal wieder weg wegen Platzverhältnis. So, ist die Makrele Boah, eigentlich fertig? ja. Süßes Wasser Sag mal, kannst du mir für auch mal mich. meine Makrelen gönnen? Doch auch essen. Ich hab die nicht gegessen. Wie soll das sonst getan haben? Sunny? Der hier gerade rumschwimmt? Das ist High Senpai. Nee, kann nicht jeder Senpai sein. So, ich gehe mich Stimmt. abfahren. Stimmt, eigentlich muss es ja Haikun sein, weil High Senpai habe ich schon getötet. Ich sollte das eigentlich überleben, weil ich hab Full Life. Oh ja, noch mehr Süßwasser. So, ich bin zu doof zum Hüpfen. Ich fress alles Süßwasser, was ich kriege. Oh, ich habe ein neues Zeug zum Erkunden. Scharniere und Bolzen, ja. Ja, habe ich tatsächlich Wir gefunden. kollidieren mit dem Floß. So, das Scharnier erforschen und den Bolzen. Das war's auch schon. So, ich nehme das Ding mal wieder weg, solange wir es nicht brauchen. Da ist etwas, wo wir hinwollen. Ich habe etwas, was wir haben wollen. Stein. Das hier. Wir haben eine Kiste. Oh nee. Was für eine Verschwendung. Wieso? Da können wir unser Zeug drin lagern. Ich feuer die Kartoffel-Senpais an. Ich bin hier gerade Leben am Limit. Komm, ich scheiß jetzt mal eben kurz auf das Wasser. Und ess die, die zwei rohen Fische, die können wir eh momentan noch nicht braten. Ich regeneriere mal kurz. Ja, ich muss erstmal warten, dass ich Wasser habe. Vorher sterbe ich im Wasser. Lehm. Sagte ich, während ich Mangos habe. Habe ich jetzt erst gesehen, dass ich die habe. Und ich habe das hier gefunden. Wieso habe ich eine weitere Flagge? Hatten wir nicht schon eine? In der Tat. Sag mal, was hast du denn hier für ein komisches Management, dass du die da drinnen aufteilst? Ich habe das Plastik da nie reingeworfen. So, ich gehe mal auf der anderen Seite der Insel sammeln, ne? Ich beobachte dich. So, ich habe einen neuen Speer auf jeden Fall. Und für dich habe ich auch einen. Warum? Weil meiner fast kaputt ist, habe ich auf jeden Fall Oh schon mal ja, hier gefunden. ist eine Höhle. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Egal, hier, yo, hier ist eine Nuschel. Also wenn du zu dem Strand kommst, an dem wir vorher waren, dann ist da direkt daneben eine Höhle. Ja, da würde ich gerne einmal rein. Die ist hier drunter. Da ist auch richtig viel Eisen. Ja, und da jetzt das Eisenzeitalter für uns beginnt, brauchen wir Kupfer, es. Entschuldigung. Nur bei mir ist Metall auf der anderen Seite. Und das brauchen wir. Mein Haken ist whip. Ich Ich schwimme erkunde hier die Höhle trotzdem. gerade von innen.
Ich auch. So, ich hab Scharniere. Hab's ja schon eingesammelt. Hier war nur eine Kiste. Ich habe keinen Haken mehr. Willst du einen? Ich hab zwei. Drück ab. Liegt hier schon. Ich hasse es, jedes Mal aus dem Wasser rauszukommen, weil du denn so verschwommene Sicht hast. Ach ja, hier. Das Zeitalter möge beginnen. Das Zeitalter des Schlafens? Ich sehe dich. Wo ist der? Der ist da bei mir nicht. Ich habe ihn jetzt nochmal hingeworfen. Beim nächsten Mal hätte ich ihn in die Kiste gesetzt. Ich habe jetzt extra zwei neue Speere gecraftet. Das Zeitalter möge beginnen. Hast du jetzt den besseren Haken oder wie? Ach nee, du machst Eisen. Junge, wir brauchen die Planken gerade für was Wichtigeres. Eisen. Der heilige Ofen. Das heilige Eisen. Und warum hast du mir deinen kaputten Speer gegeben? Hab ich nicht. Du hast den benutzten mir gegeben. Ich hab einmal damit auf den Hai geschlagen. Einmal. Jo, der Speer macht ja sogar ganz gut Schaden, wenn ich ihn in dich reinschiebe. Junge, wir haben gerade andere Sorgen. Wir brauchen Planken und Kunststoff hier. Wir müssen unbedingt jetzt mal ausbauen. Wir haben keinen Nee. Platz. Ausbauen, was ist das? Ich brauche eher mehr Inventar. Ja, eine zweite Kiste können wir gleich denken. Und er hat einen Teil weggefressen. Tja, das passiert, wenn man die bereits beschädigten Teile nicht repariert mit Planken. Ja, wenn ich nichts habe, kann ich es nicht reparieren. Das ist traurig, aber ist so. So, jetzt platziere ich da einen Seetang rein, damit wir das auch nochmal erforschen können. Platzier du mal den scheiß Forschungstisch. Den habe ich nicht. Dann hol ihn dir. Ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Hast du das? Ja, da sind Fässer. Wir brauchen Zeug zum Bauen. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist. Wir haben keinen Platz. Nö, ist mir kein Begriff. Wir können nirgendwo mehr wirklich was aufstellen. Hier, falls du was malen willst. Nee, kein Bock. So, ich halte die Wände nur über 50%. Wir brauchen es gerade wichtiger. Wenn du jetzt den Tisch hin platzierst und wir erforschen, dann kann der Ofen auch schon mal weg. So, den Glibber einmal da rein. Und mehr habe ich gerade nicht bei mir. Und ich mach den Barren einmal rein. Ja, richtig viel zum Lernen. Ja, die leere Flasche sollten wir auf jeden Fall mal machen. Insektennetz. Da wissen wohl Idioten nicht, was Sonntag bedeutet. Auf den stationären Anker sollten wir uns, was Metall angeht, zuerst fokussieren. Ja, dann brauchen wir nämlich nicht jedes Mal aufs Neue wieder das blöde Zeug da machen. Habe ich noch irgendetwas, was nicht erforscht wurde? So, mein Hähnchen. Ich habe so viel Wasser, eigentlich brauche ich dieses Destillierteil nicht. Also, ich habe so So, jetzt brauchen wir aus diesen Kletterpflanzen-Glibber diese Leitplatten. Und dafür müssen wir halt erstmal, glaube ich, die normalen. Wir müssen den Seetang mal generell erkunden. Man kann ihn auch so erkunden, das haben wir vergessen. Ein hatte ja nur Kutterbarren. ein. Du hattest einmal eine Muschel gefunden, oder? Ja. Willst du die nicht auch mal reinsetzen? Daraus kann man ein Vogelnest machen.
Ich hab die nicht mehr irgendwie. So, Kupferbahn sollten wir auf jeden Fall einmal anbauen lassen. So, mein Hähnchen. Da brät deins. Wir können uns gleich gemeinsam das Hühnchen gönnen. Wir stoßen auf unser erstes besiegtes Möwe an. Ja, sobald wir den Bogen haben, ist das ein Klacks. Da sind die E1-Hit. Vor allen Dingen kannst du sie abschießen, ohne dass die wegfliegen. Ich Mit dem Speer ist es weiß. ja schwerer, sie zu killen. Obwohl, Metallspeer machst du auch One-Hit. Ach, guck Ja, mal. und den können wir theoretisch sogar machen. Das sieht so saftig aus. Guck dir an, wie saftig das aussieht. So saftig. Schade, damit geht's nicht. Dein Hühnchen ist fertig. Oh ja. Oh, lecker, ne? Cheers. Das haben wir uns verdient. Nachdem wir endlich die scheiß Möwe platt gemacht haben. So, habe ich irgendwas, was noch rein will? Eigentlich nicht. Ich mache auch mal ein bisschen was an Nägeln, wenn wir jetzt schon so viel Schrott haben. Und dann fragst du dich wieder, wo unser ganzer Schrott hin ist. Warte mal. Jetzt kann ich das machen, was ich gerade eben schon vorhatte. Wer hat dir gesagt, du darfst dich da hinsetzen? Die hat nicht lange da gesessen, bis sie den Speer in den Rücken bekommen hat. So, ich brauche eine Waffe. Oh ja, lernen, lernen, lernen. Mein Speer ist nämlich kaputt. Wir können endlich Flossen herstellen. Wir brauchen ganz viel Seetang. Wir brauchen erstmal sehr, sehr viel Platz. Wir brauchen erstmal einen besseren Anker. So, den Topf wäre eine gute Option. Mist, kann ich den Anker irgendwie loswerden? Einfach Rechtsklick. Und Fliegangel fliegt zum Horizont. Also in echt kann ich den Angel weiter auswerfen. Boah, die hohen Wellen. Ja, in echt wirfst du die auch anders. Nö, man kann sie von der Seite oder auch von oben auswerfen. Konzentrier du dich ruhig aufs Angeln. Weißt was? Konzentrier du dich aufs Angeln. Wie ist das zu blöd? Rieseninsel voraus! Und ich würde sagen, Ja. nach der Insel machen wir dann auch für heute Schluss. Es ist ja schon auch eine ziemlich lange Zeit jetzt gewesen. Oh, da kommt ein Sturm. Und diesmal wirklich. Denn richte unser Segel Richtung Insel aus. Das ist jetzt deine Aufgabe. Was für meine Aufgabe ist schon erledigt. Da liegt eine Kerzenflasche im Wasser. Hol sie dir. Ich sehe sie nicht. Du bist einfach blind. Da hinten ist die nämlich. Mein Inventar ist halt voll. Ich hab sie, keine Sorge. Jetzt muss ich nur den Rückweg überleben. Den überlebst du schon nicht. Kann ich irgendwie mein Inventar loswerden? Ja, wozu will ich größere Kisten bauen? Und So. wofür haben wir die Ressourcen nicht? Richtig, für die größeren Kisten. Okay, ich sehe auf jeden Fall, wo wir anhalten wollen. Okay, nee, leck mich. Ich leere mein Inventar jetzt. So viel zu, wir haben die Ressourcen dafür nicht.
Doch, gleich sind wir nah genug an der Insel. Da Da. kommen wir mit richtig viel Holz wieder weg. Ja. Ja, dann Ich können habe wir den auch in Anker dem Fall auch mal so zwei schon mitnehmen. bereit. Ich habe den Anker bereit. Ah, ich kann hier auch mal die Palmblätter, also die Ich sehe schon Palmbasis mal, vorhin ich packen. sehe da, glaube ich, schon mal so eine Art Höhle, die wir später auch noch mal durchforschen können. Oder auch nicht, war scheinbar Anzeigefehler. Aua, Harald. Large Landmass Ahoy habe ich Achievement bekommen. Wahrscheinlich den das Ding komplett auf die Insel werfen. Nö, einfach generell meine erste große Insel, auf der ich bin. Ach so, ich hatte das schon einmal. Weißt du was? Ich klatsch den Anker jetzt hier einfach an so einen großen Stein. Oh, das ist eine Insel mit Händler. Ein Händler? Ja, die sind neu. Ah nee, jetzt habe ich das auch bekommen. Wir können hier Sachen verkaufen, wenn wir was hätten. Ja, ich will den auch gleich nochmal sehen. Ich kenne den nicht. Aber hier kann man irgendwie nur so exotische Fische verkaufen, die wir nicht normal angeln können. Ich will gerade nicht vom Floß weggehen. Da oben fliegt Harald. Das ist nicht Harald. Das ist Harry. Ich kann endlich mal mein Inventar mal ein bisschen leeren. Ah, das sind Bäume, die wir nicht fällen können, leider. Also doch nicht so eine Jackpot-Insel. Aber ich habe wieder zwei dicke Melonen. Oh, sehr erotisch. Du brauchst hier gar nicht landen, du blödes Vieh. Okay, den sollte ich doch fällen können. Die ganz großen Bäume können wir leider nicht fällen. Mit der Metallaxt eventuell. Nee, glaub nicht. Weil die halt sehr groß sind. Ich glaube, da ist ja nicht mal das Zeichen von wegen, dass du sie fällen Wir kannst. haben jetzt auch mittlerweile genügend Platz, dass wir den Ofen ruhig wieder aufstellen können. Dann können wir die ganzen Metallbahnen mal hier braten, aber ich schmeiß jetzt erst einmal Kupfer rein zum Erforschen. Oh, noch eine Ananas. Okay, hier geht's noch weiter. Die ist ja richtig groß. So, jetzt kann ich ruhig von dem Fluss mal eben kurz weg. Ich habe gewartet, bis die Rüben fertig sind. So, jetzt will ich die Insel auch mir angucken. Hier sind auch Geier, die uns angreifen, Vögel. Oder der Hai hat sich auf einmal hier hoch teleportiert, weil ich habe richtig viel Schaden genommen. Ich habe nichts rumfliegen sehen. Da, wo ich lang will, fliegt aber was rum. Ja, zusammen, komm. Junge, ich habe einfach ein Viertel Schaden genommen von dem Vieh. Da, Ja! das ist es. Die wirft Stein auf uns, dieses Vieh. Ich bin sowas von weg. Ich bin unterhalb tot. Der hat mir halb HP abgezogen damit. So, wo ist Händler? Ich will den mal sehen. Ganz oben in der Mitte auf der Insel. Oh, ich sehe das bunte Haus wahrscheinlich, ne? Ja. So, ich habe noch nie einen Händler gesehen in diesem Spiel. Ohne Bogen können wir gegen diese Viecher nichts machen mit ihren Steinen. Außer drauf gehen. Oh, ich hab noch eine dicke Melone. Hallo, hier ist doch keiner. Das ist aber der Händler. Müllwürfel. Du handelst mit der Maschine. Ja, Müllwürfel kriegst du später mit der Müllpresse und Ressourcen, die du quasi nicht mehr brauchst. Oh, hier sind auch Bäume, die du fällen kannst. Ich sehe schon, es gibt richtig viel cooles Zeug, was man dadurch kriegen kann. Ein Kompass wäre wahrscheinlich. Damit kann man sich so ein bisschen orientieren. Garderobe hätte ich gern. Die Tröte will ich auch haben. Trötet, um deine Freunde zu ärgern.
Das Teil kann halt an sich auch im Tier 3. Du kannst da oben halt bei den anderen Tiers gucken, was die sonst noch so geben. Und in Tier 3 hast du einfach Titanerz. Und das brauchen wir in Zukunft sehr viel. Ja, danke für Spoilern. Ich wusste das nicht. Ja, das ist eigentlich klar, dass du Endgame-Materialien ohne Ende brauchen wirst. Ich denke mal, mit einer Metallachs könnte man die doch Hier schon ernten. ist eine Leine. Und da hinten geht's noch weiter. Aber ich weiß nicht, wie wir da jetzt hinkommen wollen. Ey, das ist so eine Rieseninsel. Und wir können einfach fast nichts mitnehmen. Naja, Also. doch, die ganzen kleinen Bäume können wir alle fällen, die es hier gibt. Ja, und dann eventuell Metall jetzt einmal hier verschmelzen. Gucken, ob es vielleicht mit der Metallachs geht. Weil dann könnten wir richtig viel Planken farmen. Nee, ich glaube, die kannst du dir generell nicht machen. Da unten sitzt der Vogel. Autsch, da will ich gerade aber hin. Ich mach mich schon gefasst, wieder einen Stein auf den Schädel zu bekommen. Hast du denn jetzt ein bisschen Planken? Dann würde ich nämlich einmal kurz den Ofen füttern. Ich habe ein paar Planken, aber sofern ich da noch nicht dieses andere Teil gelootet habe, gebe ich keine Planken ab. Ich gehe nämlich jetzt hinten zu dem anderen, flacheren Teil nochmal. Boah, diese Insel ist aber richtig gut für Planken. Ja, wie gesagt, ich gehe jetzt auf jeden Fall einmal kurz auf eine Metallachs und teste. Aber vorher, Ich gehe das auf war Metall alles wichtig. andere. Das war auch wichtig, was ich jetzt hier Okay, mache. also ich brauche dich hier unten auf dem flachen Gebiet, beziehungsweise hinter dem Shop, wo es runtergeht. Da ist ein Wildschweinchen. Ja, und womit willst du es töten? Das tötet uns. Wir töten es mit Speeren. Du hast doch die Materialien da, also mach Metallspeere. Ich mache jetzt erstmal eine Metallachse. Danach können wir weiterreden. Ich liefere das Holz, du lieferst die Waffen. So machen wir das gerade. Okay, ich glaube, wir sollten echt einfach uns nur von Ananas ernähren. Ananas scheint ja echt eine Wunderfrucht zu sein, die Also, ich heilt. kann dir keine Schaufel machen, ne? Wir haben nur ein Metall noch. Den geht tauchen, Junge. Ich habe jetzt erstmal eine Metallachse gemacht. Ich habe keine Let's Plays gesehen, wie du, dass ich nicht weiß, was jetzt hier noch passiert. Ich weiß auch nicht wirklich, was passiert. Nee, mit der Metallaxe geht's leider auch nicht. Aber man muss es ja trotzdem mal testen. Ja, hier sind so viele Ananasse, kann man sich gönnen. Okay, jetzt bin ich weg, Pumba. Spielzeit ist vorbei. Wir müssen erstmal aufrüsten. Wir müssen irgendwas gegen diesen Vogel haben. Wir brauchen Bogen. Der zerreckt uns. Nö, dem kann man eigentlich ganz gut ausweichen. Du musst nur in Bewegung bleiben. Ich sehe Pumba, ne? Oh, rote Beeren. Ja, dann siehst du auch, wo ich Hilfe brauche. Oh, hier ist noch ein Schmiddi. Und noch mal zwei dicke Melonen. Ich werd der Melonenbaron, Junge. Okay, ich glaube, Pumba ist verbuggt. Lol, Pumba ist wirklich verbuggt. Ich kann in ihn einstechen und er macht nichts. Ich hab's geschafft. Ja, Leder, Fleisch, Pumba. Und noch ein Baum. Mein Inventar ist voll von Planken. Ja, willst du mir vielleicht mal abgeben, damit ich da hinten arbeiten kann? Du Nö. brauchst hier doch nicht so viele. Ich farbe hier aber gerade nach Planken.
Ja, lass Die mich habe ich doch alle auf der Insel gib mir doch abgebaut. wenigstens ein Pack runter, dann kann ich am Schiff wieder arbeiten. Warum habe ich eigentlich einen Heikopf auf? Ich will hier. Wenn du 60.000 von den Platten hast, gib mir doch was ab. Das ist Auf meine. der Insel brauchst du die doch gar nicht. Ich bin am Schiff die ganze Zeit am Arbeiten. Und was machst du da? Ja, und zum einen in das Metall mal endlich. Wir haben nicht mal Plastik, dass wir das Holz nutzen könnten, wobei das eh nicht wirklich mehr viel ist, was wir brauchen sollten, da wir eh schon genug Plattform haben. Nein, Empfängerantennen. Wir brauchen noch mal mindestens das Doppelte am Platz. Und wir müssen auch noch in die Höhe bauen. Ich weiß. Aber das kommt ja noch. So, das Metall ist fertig. Leder. Ich bin mal Leder. gespannt, haben wir überhaupt noch Plastik? Ja, etwas. So, mal gucken, was braucht man für die Leiterplatten? Zwei Kupferbahnen. Das Kupfer sollten wir auf jeden Fall haben. So, dann fange ich mal an, unser Kupfer zu schmelzen. Und ich habe keinen Haken mehr, aus welchen Gründen auch immer. Ich mache jetzt das, was ich gesagt habe. Hier sind zwei und doch eins. Als ob mir jetzt... Was machst du? Das ist doch absoluter Quatsch. Warum? Wir können dieses kleine Raft missbrauchen für andere Sachen. Jetzt das als Bait missbrauchen, nur wofür? Nö, generell, weil das gehört jetzt. Also ich spring nicht darüber, um das zu retten. Und ich habe keinen Speer gehabt. Guck mal, wir haben jetzt eine mittlere Anbaufläche. Können wir endlich mal die ganzen Samen hier verwerten? Naja, aber die dicken Melonen gehen, glaube ich, immer noch nicht, oder? Doch, die sollten da gehen. Nur Palmen kannst du da nicht reinsetzen. Alles andere funktioniert. Ich würde aber sagen, wir machen Ananas, weil die geben gut Heil, die geben gut Nahrung und gut Wasser. Ich habe jetzt schon Ananas reingesetzt. Habe ich auch gesagt, dass wir das machen sollten. Wassermelonen. Die Wassermelonen brauchen kannst doch du nicht so doppelt viel essen. Wasser. Ja, aber die geben fast gar nichts an Nahrung. So, und das, worauf wir auch gehen sollten als nächstes, ist der fortschrittliche Reiniger. Den brauchen wir auch dringend. Kannst du mir die Planken rübergehen, dann kann ich wenigstens auch noch die nächste Anbaufläche machen, die große. Ich brauche nur 10. Guck, hätte ich die ganze Zeit arbeiten können. Ich stelle jetzt mal Glas her. Ich kann es aber nicht aufstellen, weil wir nicht genügend Platz haben. Und ich kann nichts machen, weil ich kein Speer habe. So, und ich weiß gar nicht, wofür wir jetzt Leder überhaupt schon brauchen. Das braucht man erst später. Das können wir jetzt noch gar nicht verwerten. Was? Kannst nicht hier irgendwie das große Teil hin platzieren? Der beißt einmal hin und es ist weg. Dann kommt hier der Mister, der Platz macht. Jetzt kannst du es hier drüben hin platzieren. Ja, ich würde trotzdem ausbauen. Wir haben nicht viel Platz. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon erwähnt habe. Ich weiß, dass wir nicht viel Platz haben. Deswegen will ich ja auch die ganze Zeit durchgehend Wir können eher. da aber nicht so viel machen ohne Plastik. Falls Sie das noch nicht gemerkt haben, der Herr. Alles hängt gerade am Plastik. So, das hier muss jetzt auch mal sein.
Ernsthaft? Einfach um die Trophäe dran zu hängen. Dann haben wir schon Victory für den heutigen Abend. Das ist alles unser Holz und du beschwerst dich, dass wir kein Holz haben. Es hat ein Holz gekostet. Die Wand hat Holz gekostet und der Du Trophäensockel hast. selber hat Holz gekostet. Wir haben jetzt hier eine Holzfabrik. So, du machst gerade Glas, sehe ich. Da kommt Ja. Harald. Hab ihn getötet. Ja, wir machen Hälfte, Hälfte mit Fleisch. Yay. Guck mal, wie ich es getauft habe. Ich habe unseren angepeppten Hai sogar einen Namen gegeben. Aua, ich wurde vergiftet. Wie wurdest du denn ver... Puffy. Glaube ich zumindest. Da ist jedenfalls eine fette Giftwolke aufgetaucht. Gegrilltes Fleisch, oh lecker. Von dem Haifleisch hätte ich aber auch gerne zwei, einfach als Notration. Liegen in der Kiste. Okay, hier würde ich dann jetzt wirklich für heute Feierabend machen. Werde speichern und Hauptmenü. Weil wir haben alles erreicht, was wir erreichen mussten fürs Erste. Ja, der Grundstein ist gesichert. Wir haben jetzt sogar länger gestreamt, als ich eigentlich wollte. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und bis dann. Tschüss.